Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play Terrain Fever Season 4 mit mir, dem Felix. So, FPS-Zahlen sind heute mal hier in der Mitte. Ich sehe also ein bisschen unseren Kontostand und sehe, der steigt. Zwar sehr langsam, aber hallo, er steigt. Und ich würde mich jetzt ganz einfach mal ein bisschen mehr dran wagen, doch ein bisschen doch noch Terrain Fevern. Train zu Fevern. Also, na, was auch immer feverserisch heißt, also ein bisschen mehr Eisenbahn zu machen, oder? Oder 1888. Wir haben ja immer noch keine schönen Fahrzeuge. Ich habe jetzt noch ein paar mehr Mods hinzugefügt. Das sind aber hauptsächlich DR-Fahrzeuge. Und die kommen halt alle noch. Was können wir mal machen? Ah, das ist ein Wegpunkt, ach so. Was können wir mal so machen? Potsdam. Potsdam, oder wir gucken mal uns Radebeul ein bisschen an. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit der Industrie? Hier haben wir Ölraffinerie, hier haben wir Kohle. Was braucht denn hier oben? Das braucht Kohle. Kohle und Eisenerz. Boah, scheiße. Öl, Öl, Öl. Hier ist doch um eine Ölraffinerie. Boah, Radebeul ist wegen Industrie. Scheiße. Wo kriegt man Holz her? Sägewerk. Wo kriegt man Holz her? Hä? Hier wäre Holz. Hier auch. Ne, das wäre aber dann Sägewerk hier. Das sieht Schlacht aus, oder? Man muss ja auch ein bisschen in der Nähe sein, ne? Ich kann ja das ja echt eine Bahnstrecke. Wie sieht's denn hier? Ich würde sagen, wir verbinden mal Hoyerswerda. Und dann können wir weiter nach Radebeul. Und dann kann man in Zeitz, kommen wir dann irgendwie wieder zusammen. Irgendwie so ein bisschen von Linien her. Und dann, wenn wir nämlich in Hoyerswerda sind, dann können wir auch nämlich auch über der Hauptstrecke dann mit Holz ins Sägewerk liefern. Hier war's. Ach ne, hier war ja auch Klei. Ich sag halt jetzt schon mal noch ein bisschen eben in Richtung Eisenbahn denken. Weiß ich nicht so richtig. Ich wollte jetzt einfach mal sagen, wir machen mal jetzt einen Bahnhof hier in Hoyerswerda noch mit. Am besten so, dass wir dran vorbeifahren können. Wenn man hier, oh scheiße, jetzt haben sie hier doch schon mir eine Straße hingesetzt. Ah, oh, blöd. Ich habe ja extra den Bahnhof so gesetzt, dass ich hier noch vorbei kann. Ich konnte halt noch vorbei. Wie macht man das? Häuser weggruppen. Häuser auf jeden Fall weggruppen. So. Wir machen jetzt gleich erstmal hier die Ausfahrt. Ist halt... Oh, da! Das ist ja scheiße! Was soll denn das? Straße weg, komm. Oh. Ohne Mist, das ist ja Rotz. So, schnell hier was bauen. Och, Mensch! Oh nein! Wer ist denn da? Ach kack, ich hab wahrscheinlich mein Mikro aus. Hast du nicht? Da hab ich nicht! Ich bin gerade am Train Fever aufnehmen. Hallo? Hallo, Philipp! Ja, ich hab nicht nachgedacht. Das ist schön, da bin ich auch mal wieder dabei. Ich wär. Ja. Und wie läuft's? Mein Gott! Ich baue gerade eine Weichenpassage mit einer Straße. Oh, Weichenpassage mit einer Straße? Ja, ich muss die Straße wegruppen. Oh, Straße weg. Mach die Landschaft wieder offen. Ey, ich mach das ordentlich, nicht so wie du. Nee, ich habe nur Reste überlassen. Ja, nee, ich versuch schön zu bauen. Weil man muss ja Jahre später dann merken, dass das mal was war. Ne, das ist Rotz hier mit der Weiche. Das muss ein bisschen schön. Aber vorhin habe ich schon wieder eine komplette Strecke weggeruppt, weil es einfach nicht schön aussah.
Das ist... Ja, hast du genug Geld zum Wegreisen oder was? Es geht, ich spiele auf einfach, da läuft's. Ich spiele immer auf einfach. Immer wenn ich das Spiel angefangen habe, ich die Map mehr gewechselt müssen. Dann ah. Also, na, liebe Zuschauer, na, das hier ist der Philipp. Der wollte jetzt unbedingt mal mit dabei sein. Nee, ich wollte eigentlich nur in die Ruhezone gehen jetzt. Ja, der mutet dich oder dann schiebt mich runter in meinen Aufnahmeraum oder so. Nee, jetzt quatsch ich dir gerade noch rein. Ach, boah, boah. Das ist das Schöne an dem TS hier, weißt du das? Ja, das ist sehr schön. Ich muss gerade überlegen, oh, wie machen das eigentlich? Also jetzt ist hier zum Glück eine Weiche. Da schätze ich mal, hier wird erstmal kein Bahnübergang mehr entstehen. Ich wurde nämlich gerade immer wieder an Bauarbeiten von der Straße gehindert. Ach, Bahnübergang entstehen, die entstehen doch auch automatisch. Doch, ich hatte erst eine Straße, die habe ich weggeruppt, um da Gleise hinzulegen. Bevor ich überhaupt noch die Gleise verlegen konnte, war schon wieder die Straße da. Habe ich die Straße wieder weggemacht, dann hatte ich die Gleise gelegt und schon war wieder auch eine Straße drüber. Aber jetzt geht es erstmal nicht mehr. Und vergessen, ich baue immer Schranken. Das kann ich jetzt noch nicht. Ich bin erst 1870, gibt es noch gar nicht. 20 Jahre schon gespielt. Ja. Geht voran bald, Junge. Es läuft, Junge. Es läuft. So, wie machen wir das jetzt hier? So, dann brauchen wir hier ein Signal. Und eigentlich bloß hier ein Signal. Hast du die Signale eigentlich auch immer Einbahnverkehr gestellt? Nee. Nur wenn es unbedingt nötig war. Ich mach's eigentlich jetzt das immer. Das merkst du dann, wenn die Strecken sich irgendwie komisch erstellen. Ja, deswegen, also ich hab's halt auch gemerkt, dann habe ich zu E-Signal so gemacht und danach ging's, aber ich versuch's. Da wo ich weiß, da fahr ich bloß eingleisig, dann, also, na, weiß Bescheid. Ich mach's. Ja, ist besser, ich hab manchmal Probleme, dass bei mir die Züge umgedreht. Wenn du eine bestehende Strecke kurz ein Gleis abreißt, ne? Mhm. Um das nur neu zu bauen, aber die Strecke dann sozusagen erweitern besteht, kann es sein, dass Züge, die drauf sind, umdrehen. Da musst du mal gucken. Ich habe bis jetzt einen Zug, deswegen, also bis jetzt geht's noch. Ja, wenn du mal mehrere hast, dann kann es sein, dass so ein Zug auf dem Gleis umdreht und in die andere Richtung weiterfährt. Nee, mittlerweile läuft. Das ist mir dann immer oft gefallen, weil ich in der Statistik da, wie hieß es da noch? Weiß ich nicht, Statistik, ja? In dem Fahrtenplan da ist, wo die Linien sind. Wenn eine Linie sehr viel Minus gemacht ist, meistens irgendwo Zug umgetreten, stand alles. Das hat man doch auch immer mal gesehen. Ja. So, genug Tipps, ich schieb dich jetzt in deine Aufnahme rauf. Ja, danke, Philipp. Tschüss, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal über Let's Play Train Fever Staffel 4. Bis dann. Season 4, sage ich immer. Oh, Season 4, oh, ja. Mein Herr ist auf Englisch heute. Tja. Ciao. Tschüss. So, das war der Philipp. Oh, peinlich, echt, ohne Scheiß. Ich habe mich gerade in den Boden geschämt. So, jetzt haben wir erstmal hier im Bahnhof, da. Ich habe jetzt hier so die Weichen jetzt so verlegt, na, dass man eben hier raus kann. Das ist halt eben, na, das ist halt jetzt eben eine Engstelle, na, das lässt sich aber nicht ändern. Ich weiß, da schätze ich meine, so einen ultra starken Takt haben, dass ich jetzt hier übelste Verspätungen, also übelsten Stau oder sowas bilden tut. Aber dadurch kann man halt jetzt einfach hier wechseln. Das war jetzt meine Hauptsache. Genau. Signalisiert ist eigentlich alles, immer Rechtsverkehr, ne? Dabei bleibt's. So, Hoyerswerda will ich jetzt anschließen. Ach, da fährt man dann immer um Hoyerswerda drum rum. Ja, ich wollte halt im Wohngebiet hier machen. Deswegen habe ich jetzt auch noch die Straße hier gesetzt, dass wir ein bisschen unsere Ruhe erstmal haben. Und jetzt könnten wir eigentlich Straßenverkehr einrichten. Wie sieht's denn in Hoyerswerda aus mit Industrie? Ölraffinerie, aber hier? Nee, hä, was ist das? Das ist auch, das ist eine Ölraffinerie und das hier auch. Hier gibt's auch wieder kein Öl in der Nähe. Das sind nur Ölraffinerien, what the fuck? Hier oben erst wieder. Nee, das ist auch eine Ölraffinerie. Das. Boah, Junge. Krass. Ja, können wir nochmal überlegen, ne? Also, weil hier ist ja doch immer ein bisschen Ölüberschuss, muss man ein bisschen so sagen. Ob man dann doch mit dem Zug nochmal auch schon wie mit hier rüberfahren könnte. Weil, na, es ist echt viel Öl, was hier sich zu Fuß auf die Wege macht. Ich könnte nochmal nachschauen, weil hier. Obergrenze 100.
keine Vergrößerung und Verkleinerung geplant. Okay. Eine Vergrößerung, dann müsste man halt mehr hinschaffen und mehr abholen. Das ist ja dann die Sache. Aber momentan läuft ja eigentlich. Also, mach ich mir keine Gedanken. Wo ich jetzt überlege, wie man hier fahren. Von hier, hier runter. Hier rum. Hier. Und irgendwie nochmal hier hinten hin. Ja, mach mal. Straßen, Bus, T-Bus. Ich nehme ja eigentlich. Oder wollen wir hier schon auf Straßenbahn setzen? Nee. So. Von hier. Wieder hochscrollen. Fahren wir jetzt erstmal hier runter. So. Müsste mal. Ja, das nächste Mal kann man hier halten, das reicht. Und jetzt hier ums Knick rum. Achso, hier entstehen ja jetzt ein schönes Wohngebiet, würde ich so denken. Halten wir hier schon gleich oder? Ne, eigentlich machen wir hier da jetzt einen Bahnhof. Aber wie machen wir das am blöd dümmsten? So und? Hallo? Ich kann ja nicht im Knick machen. Oh, blöd. Machen wir so. Ruppen wir die nochmal weg. Warum? Autosave. Gruppieren hier mit Hoyerswerda. Bahnhof bloß. Das ist kein Hauptbahnhof. Hauptbahnhof haben wir in Freiberg. Das. Hier wird er. Oh geil, es springt von. Dann müssen wir hier nicht so eng aneinander halten. Jetzt hier rum und hier enden wir. Hier. Wollen wir hier nochmal halten? Ja, und dann machen wir hier an der Kreuzung gleich direkt das Bus-Depot. Genau. Brauchen die bloß geradeaus reinzufahren. Sehr gut. Linie. Neue Linie. Das ist jetzt. Wie hieß das jetzt nochmal? Oh. Ah! Blöd. Hoyerswerda. Bus. Hoyerswerda. Passt. Die Haltestelle entfernen wir nochmal. Und es geht los. Von hier. Oh. Haltestelle hinzufügen. Die. Hier hin. Hier hin. Ja, hier noch lang. Hier, wir hätten auch hier eine Verbindung machen können, aber ja, passt schon. Mach mal. Hier und wieder zurück. Hat er das genommen? Nee, jetzt. Und da fahren wir hier so einen schönen Ring rum. Zum Bahnhof und wieder hinauf. So, Bus Hoyerswerda, Hammer. Bus Hoyerswerda, Hammer. Oh, wir haben da ein paar Linien, die doch Minus machen. Aber der Dampfzug, der macht, boah, der macht richtig viel Plus eigentlich. Da können wir mal ganz kurz gucken, wie es hier mit den Fahrgästen aussieht. 19. Also es warten welche. Hier sieht's. An der Haltestelle wartend. Können wir da mal gucken, einen neuen Zug mit draufsetzen, also. Okay, wohl weiß man jetzt, ne, oder? Es kann ja auch mit an der Haltestelle welche warten. Ne, das tun sie aber nicht, die tun wirklich alle am Bahnhof warten. Oh, krass. Ja, kümmern wir uns später drum. Die liegen ja, die würde ich auch dann verlängern. Nach Hoyerswerda. Oder machen wir einen Hoyerswerda Kopfbahnhof. Oder ein Radebeul. Ich bin ja am Überlegen. Weil es ist halt dann doch, wir müssen ja irgendwie die Linien, müssen wir ja hier aufteilen. Das ist eben was hier hochgeht und eben was nach Potsdam. Das weiß ich noch nicht ganz. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie wir das regeln könnten. Weiß ich noch nicht. Ich würde auch sagen, die Busse, schrägstrich die Kutschen, um die Jahreszeit, ja, Jahreszeit halt 1873 jetzt,
die setzen wir in der nächsten Folge drauf. Deswegen verabschiede ich mich. Danke wie immer fürs Zuschauen. Und sage mal, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.